danke für die Vorschusslorbeeren. Schauen wir mal, was wird draus. Aber ich freue mich, dass wirklich so viele da sind. Das ist erfreulich, muss ich sagen, dass das auch ein Interesse erweckt. Es muss ja im Leben, glaube ich, immer mehrere Faktoren geben, die zusammenspielen, damit was Gutes wird. Und bei unserem Fremdenverkehr und Tourismus in Öblan hat es immer wieder solche Faktoren gegeben, die zusammengetroffen sind und wo es bergauf gegangen ist. Das ist, wenn Sie das Ganze verfolgen, ein Wellental, bergauf, bergab, einmal Höhepunkte, dass man es gar nicht glaubt, dass Schladming sich verstecken hat können, dann wieder einmal ganz unten, dass wir gar nicht rausschauen haben können. Zwei Persönlichkeiten sind für unseren Fremdenverkehr prägend und die sind mit diesem Geschehen untrennbar verbunden. Das war zum einen der Dr. Hans Fischer und zum zweiten, den Sie alle kennt haben, der Walter Höpflinger. Ohne die zwei hätte es keine Hochs oder weniger Hochs gegeben. In den ersten Jahrzehnten des Aufbaus, fangen wir mal bei 1848 an, nicht bei Adam und Eva, aber 1848 ist ziemlich weit zurück. Da hat der Öblaner Arzt und Wirt, Dr. Hans Fischer, diesen Entschluss getroffen, in Öblan etwas zu machen. Er hat ja daher geheiratet, in das Gasthaus da drüben, Adelt, später Wohlmutter, später, was noch? Fischenäder, heute Krockerhausbesitz. Und er hat sich in dem Ort so verdient gemacht, dass er Ehrenbürger geworden ist, genau wie fast 100 Jahre später dann der Walter Höpflinger auch Öblaner Ehrenbürger geworden ist für seine Verdienste um den Fremdenverkehr. Öblan hat ja schon durch seine besonders reizvolle Umgebung, und ich zitiere da einen Zeitungsartikel, hat Öblan sich schon bemerkbar gemacht. Es hat viele naturgegebene Vorzüge aufgewiesen. Ist schon Ende des 19. Jahrhunderts in den Zeitungen gestanden. Eine wichtige Verbesserung war außerdem 1875 die Eröffnung der Eisenbahn. Und zwar die Giselabahn ist endlich durchs Enste gegangen. War eine der letzten Eisenbahnen in der Steiermark. In der Untersteiermark hat schon in jedes Tal eine Eisenbahn gegeben, aber Murtal hat schon Eisenbahn gegeben, aber Enstal war eine der letzten. Gisela, warum Giselabahn? Das war die älteste Tochter des Kaiserpaares Franz Josef und Elisabeth von Österreich. Ja, und zwischen Bischofshofen und Salztal ist endlich diese Strecke eröffnet worden und hat immer mehr begeisterte Fremden oder Gäste da herbringen können. Und zwar vor allem zuerst begüterte und adelige Gäste. Ischl war nicht weit. Ischl, wo der Kaiser in seiner Sturheit, darf ich nicht sagen, sagen wir seiner Gewohnheit, Jahrzehnte, jedes Jahr immer wieder auf Urlaub hingefahren ist. Immer wieder, 30 Jahre, 40 Jahre, jedes Jahr das Gleiche. Und die Adeligen, seine Angestellten, seine Ministerialbeamten und so weiter, Hofbeamten, die haben sich in seiner Nähe niederlassen wollen, auch Urlaub machen wollen. Ischl haben sie sich vielleicht nicht ganz leisten können, aber außer ins Enstal, da war dann, es war nicht so weit, aber da hat es Platz genug gegeben und da waren noch freundliche Leute, unter Anführungszeichen. Und sie haben sich da wirklich auch zum Teil angekauft, nicht nur da übernachtet, nicht nur da Urlaub gemacht, sondern sie haben sich auch angekauft. So hat zum Beispiel der Graf Nostitz, war einer der höchsten Beamten, ein Kämmerer vom Kaiser,
Der hat sich hier als, eine Villa gebaut. Sie alle kennen die Nostitz-Villa, die später dann, ich habe Fotos gesehen bei der Familie Müller. Die haben im Haus noch Fotos, wie der alte Oberstleutnant Graf Nostitz oben im Garten steht mit seinen Töchtern. Drei Töchter hat er gehabt, seiner Gattin in voller Montur, wunderschön. Da steht und sich da aufnehmen lässt. Und dieses Haus ist dann nachher verkauft worden. Die Familie, der Herr Lämmerer von Mitterberg hat das gekauft und für die Frau Müller. Die Frau Müller haben sie sicher noch gekannt, die Mathilde. Unsere Mesnerin war sie zum Teil. Und das ist heute noch im Besitz der Familie Müller. Es war inzwischen der Kindergarten drinnen, ganz wichtig für uns, der erste Kindergarten da oben, eine herrliche Lage. Oder Pötting-Villa, ein Stückerl weiter oben. Heute wohnt die Bärbel Brates dort mit ihrer Verwandtschaft. Das war die Pötting-Villa. Das war die Villa vom einen Pötting-Bruder, der zweite Pötting-Bruder, wo sie zuerst nicht ganz durchblickt habe, hat dann drinnen von einem verarmten Bauern das Berghammergut gekauft. Und das auch die Pötting-Villa, nicht? Oder auch ein Pötting-Gut, Berghammer. Oder die Holfs-Villa drüben am Schottenberg. Habt ihr einmal gewohnt, Carmen? Nein, in der Holfs-Villa nie, gell? Die Ilse hat da gewohnt, weiß ich schon. Wenn man den Schottenbergweg raufgeht, es gehört jetzt an Wiener, glaube ich, gell? Das ist die Holfs-Villa. Oder die Ruef-Villa, wo die Nora war, was jetzt in Primar Ilse gehört. Das waren lauter Villen, die also von diesen höchsten Beamten der Monarchie gebaut wurden. Zum Teil später eben verkauft wurden. Die Krocker hat auch darüber sogar in ihrem Buch geschrieben, in dem Paradeisgarten, da sind sie zuhauf gekommen, die Grafen und Magnaten, die Hofbeamten und so weiter. Öblan ist dann auch das kleine Bad Ischl genannt worden, deshalb, das kleine Bad Ischl. Aber das war dem Herrn Dr. Fischer zu wenig. Er hat viel einen besseren Slogan gehabt und das war die Perle des Ennstalles. Öblan, die Perle des Ennstalles. Also mehr gibt es ja wirklich nicht. Schöneres gibt es nicht als die Perle, oder? Ja. Was, ja genau, muss ich genau zitieren. Hierher reisten zum Beispiel die Grafen Nostitz, Pötting, Montecuccoli, Moi, Beaufort, Spontin, Barone, Ritter, Edle und Freiherren, Ministerialbeamte und reiche Geschäftsleute aus Graz, Wien oder Brünn. Und ich habe Ihnen da eine Liste der Fremden und der Gäste natürlich kopiert. Sie kennen es dann in eine kurze Pause, werden wir dann einmal machen, wann das erste Kapitel da fertig ist. Zum Beispiel hat in der Villa Lena der Hans Graf Nostitz gewohnt. Er war K&K-Oberst und eben Kämmerer. Dann der Cäsar-Baron Lattermann hat in der Villa Kitzinger residiert. Die Franziska-Baronin von Schönau beim Engelhardt. Und so geht's aber. Der Norbert Graf Pötting in der Villa Lindner, die Baronin Lilli Hein in der Villa Pötting und so weiter. Maurice, Reichsgräfin von Waldersdorf, geborene Baronin Tannenberg, hat beim Fischer gewohnt und so geht die ganze Listen, die können Sie sich dann mitnehmen. Ja, es gibt da mehrere, die hat der Herr Professor Stippberger ausgehoben und die sind in dem uralt Öblan-Führer einmal gewesen, heute gibt es nicht mehr. Wie wichtig dann die Nostitz und eben in weiterer Folge die Atems waren, möchte ich Ihnen nur aus einem kurzen Zeitungsartikel vorlesen, den ich vom Herrn Madl gekriegt habe. Zum 100. Todestag des Grafen Ignaz Maria Atems war 1961 war der 100. Todestag. Eine der Töchter, die Wanda,
vom Grafen Lostitz hat einen Atems geheiratet. Und das war nicht irgendwer Atems. Sie kennen alle Atems vom Alois Maria Atems, unserem Pfarrer, also unserem Kaplan. Gell? Kannst du dich noch erinnern, Heinz, wahrscheinlich. Wer war Atems? Am 17. Dezember jährt sich zum 100. Mal der Todestag des Grafen Ignaz Maria Atems, der einer der wichtigsten Mitarbeiter des Erzherzogs Johann und einer der bedeutendsten Männer der Steiermark gewesen ist. Ignaz Graz Atems wurde am 17. Februar 1774 in Graz geboren und war von 1820 bis zum Jahr 1852 Landeshauptmann der Steiermark. Er folgte in dieser Würde seinem Vater, der von 1800 bis 1820 schon Landeshauptmann gewesen war. Seit dem Jahr 1822 war er Vizepräsident der Landwirtschaftsgesellschaft und nach dem Tod vom Erzherzog Johann von 1859 bis 1861 der Präsident dieser Landwirtschaftsgesellschaft. Die Familie Atems ist mit der Geschichte der Steiermark aufs Engste verbunden. Und bekanntlich war der Enkel des Grafen Ignaz, Edmund Graf Atems, von 1893 bis 1918 wieder Landeshauptmann und von 1905 bis 1925 Präsident der Landwirtschaftskammer. Ja, also man sieht, das war eine hochedle Gesellschaft. Und die Atems waren ja auch bei den Lostitz sehr viel in Öplan zur Sommerfrische. Ich habe dann auch kopiert ein Foto, wie diese Damen in den Zug einsteigen. Gell? Das muss ganz schön umständlich gewesen sein mit dem ganzen Gewand. Aber weiter im Verschönerungsverein. Hat ja noch nicht Fremdenverkehrsverein geheißen, sondern Verschönerungsverein. Ist ein guter Titel, glaube ich, kommt man wieder verwenden. Der erste Verschönerungsverein wurde 1893 in Öblan gegründet. Wieder der Dr. Fischer, der war der Antragsteller bei der K&K Stadthalterei in Graz um die Genehmigung. Und parallel zum Beginn des Fremdenverkehrs entwickelte sich im Ort auch ein besonders reges kulturelles Leben, das nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern vor allem die Sommergäste erfreute und bestens unterhielt. Und da war eben der Dr. Fischer der das Gespür gehabt hat, dass er alle hergezogen hat, dass er alle mitgerissen hat. Die haben alle kein Geld gehabt. Das ist nicht um Geld gegangen. Heute mach halt irgendwas in Schladming oder in Haus oder sonst in diesen großen Fremdenverkehrsorten. Es wird ja alles bezahlt. Das war damals nicht. Die haben das alle freiwillig gemacht. Zum Beispiel, es entstanden in dieser Zeit der Gesangsverein, die Theatergruppe, Streichorchester, Musikkapelle. Gartenfeste, Konzerte, Theaterabende wurden geboten. Sämtliche Kaisergeburtstage und kirchlichen Feiertage wurden auf das Größte gefeiert. Die gesamte Bevölkerung war um das Wohl dieser Gäste bemüht und erbrachte den Ort so zur schönsten Blüte, sodass ihm Dr. Fischer bald den Namen, das habe ich schon vorweggenommen, die Perle des Enstalles gab. Ja, und da ist jetzt das, was ich früher schon zitiert habe, die Paula Krocker, die schreibt eben, so waren sie einzeln, paarweise und endlich zu Dutzenden angerückt. Fürsten, Grafen, reiche Bankiers, kurzum lauter Herrschaften wie Dr. Fischers, seine Gemeinde respektvoll und respektgebietend erklärte. Und jetzt geht es weiter, das hört ja noch nicht auf. 1903, wenige Jahre später, beschloss dann die Gemeinde ein Wannenbad mit 4 Badekabinen und eine Wohnung für die Hebamme an das Magazin des Kaufmannes Franz Krocker draußen anzubauen. Das kann ich mich noch gut erinnern, weil wir ja da daneben gewohnt haben. Das war das Häuserl, was jetzt hinten hinterm Zettler steht. Das waren lauter Kabinen unten. In jeder Kabine war eine Wanne. Und das war ein Wannenbad für 4 Personen auf einmal. War im Sommer und im Winter brauchbar, war nicht schlecht. Und das war vor allem ein ganz was Tolles, Neues für die Gäste. Sie
Dann 1910 wurde das Schwimm- und Wannenbad dem Verschönerungsverein pachtweise übernommen. Das Freibad hat sich ja damals noch am flachen Ufer der Enns, rechts runter von der Ennsbrücke oder von der Gstatterbrücke, war so eine flache Stelle. Und da hat also das Freibad sich befunden. Da war ich, ist in der Chronik recht ein liebes Foto drinnen, wo die Familie Moser badet. Gell? Aus den folgenden Jahren berichten zahlreiche Zeitungsartikel in der Alpenpost, im Ennstaller, den gibt es ja auch schon weit über 100 Jahre, das wissen wir eh, über die An- und Abreisen der erlauchten Gäste. Also es war damals schon ganz wichtig, auch zu klappern. Nicht nur zu arbeiten, sondern auch darüber zu berichten. War wichtig. Während des Ersten Weltkrieges. Und jetzt machen wir eine Talsohle. Da ist es ganz ruhig geworden um den Verschönerungsverein. Natürlich, die Leute haben andere Sorgen gehabt, als zu verreisen. Und auch da bei uns in Öblern haben die Leute wenig zu essen gehabt. Und die Gemeinde hat sogar eine Verfügung herausgegeben im Jahr 1917, dass also die Personen keine Gäste aufnehmen sollen, weil sie eben schon selber so wenig zum Verpflegen übrig haben. Und sie sollen also keine Gäste auch noch zusätzlich anziehen, weil es für die eigene Leute schon nicht reicht. Ja, auch 1920 war die Lage noch sehr schlecht. Das Bad blieb für den Sommer geschlossen. Eine Förderung wurde von der Gemeinde abgelehnt. Erst wieder 7 Jahre später, 7 Jahre hat es jetzt gedauert, dass sie sich wieder erholt haben, 1927 konnte die Gemeinde endlich dem Fremdenverkehrsverband Irtning beitreten. Der hat zu der Zeit angefangen zu existieren und Öblern hat sich sofort bereit erklärt, da beizutreten. Da hat es noch Irtning geheißen. Gell? Das war ja später dann eine andere Geschichte. Und sie haben sogar, ist drinnen gestanden, die Gebühr von 200 Schilling beraten können. Das war ja wichtig. Ich habe dann auch die Gasthäuser, so wie es damals ausgeschaut haben, kopiert für sie. Höpflinger, noch ganz anders, tiefer. Erst wie es abbrennt ist, ist es rausgekommen worden. Gell? Und heute gehst du eh mehr die Gäne. Beim Scherndanner nicht, beim Scherndanner ist das so geblieben. Und vor 2 Jahren, wann war das Hochwasser? Ist wieder durch eine geschossen, gell? Weil es eben viel tiefer liegt. Das war was, was es heute nicht mehr gibt, das Hotel Glasnik. Wo haben wir in Öblern ein Hotel gehabt? Wisst ihr wahrscheinlich eh alle, brauche Ihnen nichts Neues erzählen. Draußen die alte Gemeinde, wo früher das Postamt war, wo früher die Gendarmerie war, wo früher das Gemeindeamt war, wo früher das Standesamt war, was war noch alles, Hans? Vieles da draußen. Bitte? Nein, der war nicht da draußen. Der war im Isolierhaus. Ja, also das war früher das Hotel Glasnik. Und das wäre eine eigene Geschichte mit dem Hotel. Das hat ja eine bewegte Geschichte gehabt. Gell? Weiter von der bewegten Geschichte. Ja, bitte. Die Besitzer haben so stark gewechselt, dass zum Beispiel der Höppe, der hat den jetzt kurzfristig gehört, also den verschiedensten. Bernkopf. Da haben fast jährlich die Besitzer gewechselt. Und zum Schluss ist nichts mehr überblieben und dann hat es die Gemeinde gekauft. Aus der Konkursmasse, gell? Ganz lustig sind auch 2 Karten. Ich weiß nicht, interessiert Sie nicht, ich tue Postkarten sammeln, Ansichtskarten, alte. Und da habe ich 2 alte ganz liebe aus der Zeit gefunden. Da steht, im steirischen Ennstal am Fuße des aussichtsreichen Gumpenecks, inmitten herrlicher Natur, Nadelwälder, Entschuldigung, liegt in 679 Meter Höhe der sonnige, ruhige Luftkurort.
Und jetzt haben wir erstmalig das Wort Luftkurort. Das scheint dann jetzt ein paar Jahrzehnte lang auf. Immer Luftkurort, obwohl ich nie irgendein Dekret gesehen habe, dass das ernannt worden wäre. Aber sie haben sie genannt. Klingt gut, gell? Öblan, Obersteiermark. Eigene Post- und Schnellzugstation. Lang gekämpft, dass der Zug stimmt. Ja. Toni und Susi Bogensbergers, Gasthof zum Beckenhansl. Neu erbautes, gut bürgerliches Haus, reine, heizbare Zimmer. Lieb, gell? Teilweise mit warmem Kaltwasser. Beste Küche, Badezimmer, Speise- und Liegeterrasse, schattiger Gastgarten, Kaffeehaus mit Pilar, Autoeinstellung, Schwimmbad in nächster Nähe, Jagd und Fischerei, Dachsteinbergtouren, Salzkammergut-Ausflüge. Toll, gell? Klingt gut. Also, und vis-à-vis der Streuzen hat geschrieben, Sommerfrische Wintersport Öplan 679 Meter. Gasthof zum Stralzen, Lederhaus. Bestgeführte Küche, gepflegte Getränke, was das ist, weiß ich nicht, gepflegte Getränke, ist lieb, gell? Saubere Fremdenzimmer, schattiger Gastgarten, Liegeterrasse, Konditorei im Haus, beliebter Sommer- und Winteraufenthalt. Also das waren schon ganz, die sind verschickt worden. Das war ja nicht schlecht, gell? Werbung pur. Jetzt gehen wir da weiter. 1928 wurde eine Herbergsabgabe für 1929 erstmalig wieder beschlossen, weil inzwischen war ja das alles stillgelegt, um etwas Geld in die Kasse zu bekommen. Für Gasthäuser war ein Groschen pro Tag, das kommt uns wenig vor, ich war aber gar nicht so wenig, pro Tag und Bett. Für Privathäuser 50 Groschen pro Woche und Bett zu verrechnen. Im Jahr 29 war es dann soweit, dass der Verschönerungsverein Öblan auf Betreiben des Oberlehrers Hans-Waltrid Moser, jetzt haben wir erstmalig den Namen, der auch wieder wichtig ist für den Fremdenverkehr, ein Schwimmbad errichten konnte. Und jetzt nehmen wir die Ensrunden, die wird dann ein paar Jahre später verboten. Und da drinnen, am Anfang der Weichen, wird jetzt dieses Schwimmbad erbaut. Und ich habe auch so eine alte Aufnahme, wo der Oberlehrer Moser steht in der Lederhosen und da schaut, wie die unten schwimmen. Und ich kann mich auch selber noch erinnern, es hat eine Abteilung gegeben und wer damals baden war, so wie wir als Kinder, da war ein Riesenbloch drinnen. Das hat einen fast erschlagen, wenn es irgendwer aufgekommen hat oder abgekupft ist und das ist davon geschnellt. Da hast du schauen müssen, dass du davon kommst. Aber lustig war es. Bluchtauchen. Bitte? Bluchtauchen. Ja, genau. Ja, genau. Und jetzt wieder den Zeitungsausschnitt dazu. Es ist weitum die schönste Badeanstalt und für Öblan eine große, hocherfreuliche Errungenschaft. An den heißen Tagen im Juni und Juli fand es sehr zahlreichen Zuspruch. Ende Juli wurde der Bau ganz fertiggestellt und festlich eröffnet. Die Gemeinde stellte laut Gemeinderatsprotokoll dem Verein zweimal einen großen Betrag zur Fertigstellung zur Verfügung, und zwar gegen übliche Zinsen natürlich. Aber daran waren auch etliche Bedingungen geknüpft an dieses Geld von der Gemeinde. Und zwar wurden Anstand und Sittlichkeit beim Baden strengstens überprüft von Gemeindevertretern. Ich stelle mir vor, der Herr Bürgermeister ist durchgestanden und hat geschaut, ob Männlein und Weiblein wohl getrennt baden. Nein, ich weiß nicht. Aber es war wirklich. Im Protokoll, Gemeinderatssitzungsprotokoll, ist es ja weiter ausgegangen. Ja, ja, dann erzähl. Aber denkst, ja. Sagt sie schon, dass das aber auf Initiative des Bürgermeisters Neubauer Ferdinand aus die Badeordnung geändert werden muss. Weil das weiß ich jetzt nicht, was sie eingeschrieben haben, weil ich das auswendig bin, aber das halt. Ja, der Herr Bürgermeister war nicht einverstanden mit der Vorschrift,
so quasi, es muss mehr rauf, es muss mehr raus. Aber es war nicht nur in Öppland so, ich habe in der Hauser Chronik gelesen, dass oben zuerst die ersten Monate oder im ersten Paarejahr auch so gewesen ist, dass einen Tag für Männlein und einen Tag für Weiblein zum Baden war. Gemischte Badevergnügen hat es nicht gegeben. Das wäre unsittlich gewesen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, 1933 im August ist eben dann das Badeverbot in der Enns zugleich erhoben worden. Referent des Fremdenverkehrsverbandes war zu der Zeit der Karl Kohlhofer, der Kaufmann Karl Kohlhofer. Bei dem Gewerbe werden wir dann ein bisschen was hören noch von dem Kaufhaus da drinnen. Und von 1945 bis 1951 war dann der Herr Baumeister Erwin Ecker Obmann des Fremdenverkehrsverbandes. Die Gästezahl ging jetzt auf höchstens ein Fünftel der Sommergäste der Vorkriegszeit drastisch zurück. Jetzt sind wir wieder unten. Öppland wurde nun von vielen anderen Orten des Ennstales überflügelt. Es war jetzt wieder einmal ein Wellental. Aber jetzt geht es wieder bergauf. Mit Beginn des Jahres 1951 warb die Gemeinde Walter Höpflinger als neuen Obmann des Fremdenverkehrs an. Und mit ihm begann eine weitere Blütezeit des Öplaner Fremdenverkehrs. Der Gemeinderat ließ notwendige Reparaturen am Schwimmbad durchführen, verkaufte 1951 das Badehaus da an die Landgenossenschaft und der Obmann Höpflinger mobilisierte alle am Fremdenverkehr und dressierten für verstärkte Mitarbeit. Und jetzt begann eine rege Tätigkeit der Ortsverschönerung. Jetzt hätte man wieder Verschönerungsverein nennen sollen, aber er ist Fremdenverkehrsverein geblieben, immer noch. So wurden die Gasthäuser Bogensberger und Adelt renoviert. Und ich habe da irgendwo ein Foto, das zeige ich Ihnen nachher. Der Zustrom, ich tue jetzt vielleicht so, in der Schulchronik war darüber ein kleiner Bericht, das ist mir ja lang zugänglich gewesen, über diese Zeit, ganz begeistert, hat damals mein Vater geschrieben. Der Zustrom an Gästen war im Sommer 63 besonders groß. Die Gäste kamen hauptsächlich aus Deutschland, besonders viele aus Hamburg. Für sie alle gab es jeden Mittwoch und jeden Samstag einen Dorfabend bzw. ein Platzkonzert, jede Woche, den ganzen Sommer hindurch, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Rund 500 Gäste, 500, das muss man sich zergehen lassen, waren in der Hauptsaison zugleich in Öblan. Muss man heute einmal probieren, 500 Gäste auf einmal, nicht hintereinander. Jetzt haben wir es vielleicht hintereinander. Für die Zukunft bietet die Intensivierung des Fremdenverkehrs gute Verdienstmöglichkeiten. Damit wird auch der Anschluss unseres Dorfes an die großen Fremdenverkehrsorte wieder bald möglich sein, hat man im 60er Jahr 63 geschrieben. 26.000 Nächte. Ja, das kommt gleich. Das glaubt man gar nicht, gell? Das kann man sich nicht vorstellen. Anfang 1964 baute der Bürgermeister und Wirt Hans Salzinger auf seiner Wiese hinterm Gasthaus eine moderne Minigolfanlage, die im Juni 1964 eröffnet wurde. Sie bestand rund 25 Jahre lang und zuletzt wurde sie von der Pfadfindergruppe betreut und dann schlussendlich stillgelegt und weggeräumt. Ja, zur Ortsverschönerung zählten auch vor allem einmal die Staubfreimachung der Straßen, das war ja bis dahin nicht gegeben. Erst in die 60er Jahre haben wir einmal Asphaltierung gekriegt. Gell? Neue Straßenbeleuchtungen und Blumenschmuck erstmalig
gibt es in Öblan Blumenschmuck seitens der Gemeinde. Ebenso wie der Aus- und Umbau des Schwimmbades, das 1965 ein größeres Becken und eine moderne Umwälzanlage erhielt. Es waren jetzt wieder so viele Sommergäste im Ort, dass die Gasthäuser die Verköstigung kaum bewältigen konnten, steht in der Chronik. Nicht schlecht, gell? Das wäre gut. Zugleich war jetzt aber Walter Höpflinger bemüht, auch eine Wintersaison aufzubauen, um die Zimmer und Gasthäuser besser auszulasten. 1960 beschloss der Gemeinderat schließlich, dem Fremdenverkehr bei der Errichtung eines Skiliftes, der eine besondere Initiative des damaligen Obmannes und Kaufmannes Werner Kitzinger war, jede mögliche Unterstützung zu geben. Könnt ihr euch noch erinnern vielleicht, die Älteren unter uns? Ende 62 ist dann dieser erste Skilift auf der Kramerleiten aufgestellt worden. Bis aber in die Nähe vom heutigen Fußballzusatzplatz. Ich habe auch dann ein Büdel, wo also dieser Kramerlift noch ist. Wir sind da gefahren und sie sind uns gut vorgekommen. Da unten bei dem älteren Bild, ich habe das leider vertauscht, da sind die Mandeln noch dazuzeichnet. Die Skitourengeher. Und der Jager ist auch dabei, weil der hat auch gehört ins Prospekt. Und ganz unten sieht man noch eine alte Sommerkarte, vorn die Enns. Ein bisschen zusammenzwickt das Ganze, weil so nahe ist die Enns nicht bei uns herum. Aber man sieht, es gibt das Dernerhaus, es gibt das Dernerkreuz. Wobei ich bitte sagen muss, ich habe das schon geschrieben gesehen, T-E-R-N-E-R. Es kommt aber von Diener. Dienen, weil die Leute, die da gewohnt haben, waren die Diener von Gstaad, nicht Derner. Dann sieht man den großen Bahnhof, der war ja schon seit 75. Und man sieht da hinten schon die Villa, die Nostitz-Villa. Ihr kriegt sie sehr dann. Und oben die Bötting-Villa. Also die stehen da schön großmächtig da. Hinten das Hirscheck. Lustig ist ja, dass in vielen, bei vielen Karten und Prospekten die Zahl immer anders angegeben wird für Öblan, die Höhe für Öblan. Irgendwann haben sie sich dann auf 679 geeinigt. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Zuerst war 68. Und es gibt etliche Zahlen, aber ist auch wurscht. Ja, und jetzt muss aber dieser Lift, der Kramerlift, wegen zu geringer Schneelage nach einigen Jahren auf den Schattenberg verlegt werden, und zwar auf die Altemer Leiten, und der war dann in Hinkunft der Altemer Lift. War der gleiche, aber er hat jetzt einen neuen Namen gekriegt. 1966 hat der Hans Schrögnauer aus Rottenmann sogar eine eigene Skischule mit 12 Skilehrern in Öblan eröffnet. Und die ist gut gegangen damals. Hat dem Öblaner Wintersport großen Auftritt bereitet. Im Februar 67, und jetzt ist wieder ein großer Anran auf was Neuem. Da ist ein Proponentenkomitee gegründet worden für den Ausbau des Schattenberges als Skiberg. Noch bevor Haus, bevor Geusterberg und so weiter war. Wollten die vom Hörper da aber bis ins Tal eine tolle Skiabfahrt. Hinauf Lifte, herunter Abfahrt. Oder weiter dann noch waren die Ideen bis in hohen Schlagaufe. Aber leider, dem Proponentenkomitee muss ich noch zur Vervollständigung sagen, der Herr Oberforstmeister Konstantin von Bott, der Herr Ingenieur Erwin Ecker, der Hans Bartel, der Hans Bichler, der Theo Kröll, Josef Bircher und der Walter Höpflinger waren da dabei, und man war bemüht, weitere Lifte zu errichten und eben eine durchgehende große Piste ins Tal zu schaffen. In dem Jahr, und das war das, was der Hans vorher schon kurz angeschnitten hat, in dem Jahr 68, und man höre und staune, stiegen die
Nächtigungszahlen auf unglaubliche 27.800. Das ist vorher und nachher nie mehr erreicht worden. War ein Rekordergebnis. Im Winter? Ja. Da die Leute warten müssen, eine halbe, dreiviertel Stunde, dass sie überhaupt was zu essen können. Ja. Angestanden. Schön, gell? So viele Leute sind da, was. Ja. Im Winter war der Ort voll belegt. Zeitungsannoncen und eigene Wintersportprospekte halfen bei diesem Ergebnis mit. Und jetzt geht es wieder bergauf. In den 70er Jahren gingen allerdings diese Nächtigungszahlen infolge des andauernden Schneemangels wieder zurück. Die Skischule musste schließen, der Ausbau des Schattenberges als größer Skiberg konnte wegen der Widerstände einiger Grundbesitzer und wegen fehlender Geldmittel nicht realisiert werden. Was da vorrangig war, weiß man heute nicht mehr. Aber es haben nicht alle durchfahren lassen. Sie haben hohe Ablösen verlangt zum Teil. Jedenfalls war das Geld einfach zu wenig da. Und irgendwann ist dann dem Prominentenkomitee, hätte ich gern gesagt, die Luft ausgegangen und sie haben das Ganze abblasen. Na, die Grundbesitzer wollten halt Rente so. Ja. Genau. Beim Röpeter ist dann später ein kleiner Schlepplift errichtet worden, der ja schneesicher war und auch gut besucht war. Wir sind mit den Schülern sehr viel aufgefahren und sind froh gewesen, dass wir das zum Fahren gehabt haben. Im Winter 76 erst, das ist für Öblan recht spät eigentlich im Vergleich zu den anderen Orten, wurde auf dem Talboden eine Langlaufloipe gebaut und von der Gemeinde die notwendigen Geräte dafür angeschafft. Der Langlaufverein unter der Obfrau Elisabeth Köberl wurde gegründet und diese Sportart für Einheimische und Wintergäste gleichermaßen attraktiv gemacht. Die Skilift GmbH ist dann 86, 87 aufgelöst worden und alle Geräte und alle Liegenschaften sind dem Fremdenverkehrsverband übergeben worden. Der Röpeter Lift ist dann noch für ein paar Jahre geblieben und dann vor allem für die Schulkinder und ist aber dann auch geschlossen worden. Und jetzt kommt dein Zeuhans, 1978, hat Öblan wieder so ein Gipfel mit 26.000 Nächtigungen. Es war nicht ganz das, was ein paar Jahre vorher war, aber immerhin eine Wahnsinnszahl. 26.000 Nächtigungen im ersten Viertel der steirischen Fremdenverkehrsorte war es damit. Das ist ja immerhin etwas, eine bemerkenswerte Tatsache. In diesen Jahren hat sich der Fremdenverkehr wieder auf den Sommer zubewegt oder wieder mehr verlagert. Eine Reihe von Wanderwegen sind neu geplant und angelegt worden. Und da war es wieder so, dass sehr harte Verhandlungen notwendig waren mit den Grundbesitzern und mit den Jagdbesitzern, dass sie überhaupt wen durchlassen haben und drüber lassen haben. Gell? Muss man beide Seiten sehen, kann man nicht beurteilen. Gell? Die Beschilderungen wurden angebracht und fast 100 Ruhebänke wurden aufgestellt. Hier und da suche ich, aber die sind, glaube ich, alle schon wieder weg, oder? 100, waren vielleicht nur 10 sind oder was, ich weiß es nicht. Aber die verklauben sie auf die Bergkommandon. 1980 bekam das Schwimmbad jetzt zum Preis von 2 Millionen Schilling ein modernes Aluminiumbecken. Damit war ein gehobener Badekomfort gegeben. Der Walter Höpflinger hat jetzt mit den Dorfabenden, Festen und Platzkonzerten ein bei den Sommergästen beliebtes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt, das von der Musikkapelle, der Bauernmusik, der Tanzgruppe, der Landjugend, dem Heimatverein und verschiedenen Öblaner Gesangsgruppen gestaltet wurde. Ich kann mich nur an den drei Gesangerinnen, Monika und draußen die Frau Häusler, die Dagi und so weiter, die haben ja alle da ihre Auftritte gehabt am Hauptplatz. Gell? Und den Leuten hat es gefallen, sie sind auch gekommen.
Auch die zahlreichen Gästeehrungen wurden im Rahmen dieser Dorfabende vorgenommen. Altenurlaubsaktion war damals wichtig, könnt ihr euch noch erinnern dran, weil die hat die Zwischensaisonen gut abgedeckt, dass auch in der Zeit Gäste gekommen sind. 1984 feierte der Fremdenverkehrsverein sein 100-jähriges Bestehen. Also das ist halt so eine schöne Zeit gewesen. Mit einem Riesenfest, mehrere Tage lang, hat man da diese 100 Jahre gefeiert. Der Kneipverein hat in dem Jahr, das hätte man gar nicht gedacht, wenn ich es nicht nachblättert hätte, seine Kneippanlage schon in der Walchen gegründet. Und das ist schon lang aus, gell? Das hätte man nicht gedacht, wenn ich es nicht gesehen hätte. Dann, jetzt bin ich rausgefallen, wohl. Der Tennisclub hat 2 Spielplätze, draußen beim Franz Erich. Da warst du aber noch ein Kind, gell? Bei den Junioren hast du gespielt. Gell? Okay. Dann 1991 konnte der Fremdenverkehrsverband 30 Jahre Öblaner Dorfabende wieder gebührend feiern. 3 Jahre später hat die Marktgemeinde den Betrieb des Spinnbades selber übernommen vom Fremdenverkehrsverband und hat es zu einer modernen Badeanlage ausgebaut. Heute ist wieder immer irgendwas fällt und irgendwas ein Rutschen fällt und es gibt immer wieder was Neueres und es wäre heute ja nie auf, dass man was renovieren und was verbessern könnte. Damals waren wir froh auf das Neue. Ab diesem Sommer hat auch die Kräuterwanderungen mit Herrn Oberschubert Haslinger stattgefunden. Die waren sehr gut gebucht immer. Der war ständig unterwegs und hat ein unheimliches Wissen gehabt. Ich habe mich immer hoch bewundert, weil wenn ich daheim meine Kräutern dann angeschaut habe, habe ich schon wieder nicht mehr gewusst, was das alles war und wofür das richtig gut war. Ortsführungen hat es damals gegeben, mit dem Herrn Hofrau Köberl und der Frau Köberl und mit dem Herrn Oberamtsrat Madl ganz viele. Die hat es auch noch lang nachher gegeben, gell, sogar in dem Jahr Tausenden. Dann Werbefahrten mit der Musikkapelle Öblan nach Deutschland. Zum Beispiel war damals vom Walter noch sehr viel initiiert, nach Dormagen, nach Gohr, nach Düsseldorf, nach Triedorf und nach Herborn. Gell, Hans, erinnerst du dich noch? Genau. Ja, das waren schon wichtige Werbefahrten. Es sind auch immer wieder Leute dann hereingekommen. Es war draußen bekannt, es sind Freundschaften entstanden. Und das hat schon gepasst, dass das so gewesen ist. 1993 beschloss der Gemeinderat unter der Bürgermeisterin Köberl die Neugründung des Vereines. Und zwar ist ab jetzt der Name Tourismusverband Öblan Niederöblan mit Sitz in der Marktgemeinde Öblan. Also jetzt habt ihr mitreden dürfen, gell? Du bist der Einzige, obwohl der Herr Doktor ist auch noch Niederöblaner. Gut. Im Jahr 1994 übernahm die Marktgemeinde die beiden Lifte auf dem Schottenberg, das Pistengerät und den Skibus. Ein Jahr später ist dann der Altemer-Lift stillgelegt worden, der Röperter-Lift noch ein bisschen weiter, aber dann auch stillgelegt worden. Und jetzt geht es wieder einen Schritt nach vorne, hat man gemeint. 1995 ist Öblan zur Dachsteindauernregion beigetreten. Warum? Weil man sich erhofft hat, dass mit diesem Riesenwerbeträger auch das alles zu uns kommt. Die ganzen Menschenmassen werden verschlagen nach Öblan, alle umgeleitet werden bis Niederöblan. Aber dem war nicht so. Die Schladminger, die waren schlau, die haben sehr wohl gewusst. Erst wenn wir voll sind, erst wenn Haus halbwegs voll ist, was überbleibt, das kriegen die unteren paar. Und das war also ein ziemlicher Flop, muss man sagen, auf Deutsch. Also die Hoffnungen, die haben sie nicht erfüllt. Und der Tourismus hat ab dem Jahr 2000, ab der Wende, in Öblan nur mehr eine, wie soll ich sagen,
jetzt muss ich schauen, eine nachrangige Bedeutung, dass ich kein falsches Wort sage, eine nachrangige. Nach mehreren Obmannwechseln nach dem Walter Höpflinger war dann der Magister Salmhofer, dann war der Herr Schattleitner, dann war also einige Obmänner, die jeweils nur ein oder zwei Jahre waren. Und derzeit ist es eine Dame, gell? Die Sabine. Hier. Also, oder? Die Gabi. Ah, die Gabi. Aha, also gut. Jetzt kann es nur wieder nach oben gehen. Ja, gehen wir da weiter. Die Claudia Gassner ist ja die derzeitige Tourismusführerin, die also das neue Büro drüben, die ganz liebevoll ist eingerichtet, dort auch für Auskünfte aller Art zur Verfügung steht. Die hat also gute Ideen. Ja, sie hat tolle Ideen und ich glaube, sie kann sich auch engagieren. Und hat da Zeit dafür, wird auch bezahlt dafür, ist ja angestellt vom Tourismus und von der Gemeinde, glaube ich, gell, zur Hälfte. Also kann man ein bisschen was erwarten, hoffen wir uns was, dass was wird. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ganz kurz noch zu Niederöblan, weil ja Niederöblan genauso zu uns gehört. Der Ernst hat mich erst darauf aufmerksam gemacht und dann bin ich aber gerannt und habe meinen Niederöblan-Führer da rausgesucht. Boah, der Tourismus in Niederöblan, den hat der Herr Schwab zusammengestellt und ich kann da eigentlich selber nur aus dem zitieren, ich habe da selber nichts erhoben. Bitte ein paar Minuten Geduld. 1926 steht über Niederöblan in dem Reisebuch des Landesverbandes für Fremdenverkehr der Steiermark. Da steht Gasthof Buchmann, einfach. Und dann steht freundliches Bauerndörfchen unter Obstbäumen, zwischen denen im Norden die Felsberge des Ennstales durchblicken, während im Süden die Höhen der Tauern ansteigen. Schöne Wanderungen über den Gritschenberg nach Irtning, Ausflüge, Zachenschöberl und Kordelspitz. Ausflug ist das ein schöner, am Kordelspitz. Das finde ich ein wenig stark. Ja, 1933 ist dann der Beitritt zum Landesverband der Fremdenverkehrsvereine genehmigt worden vom Gemeinderat. Und 1945, also bis über den Krieg, war dann ziemlich Ruhe. 1945 ist dann die nächste Eintragung da. Da steht, der Karl Zettler aus Donnersbach ist da als Obmann für diesen ganzen Verband der unteren Orte ernannt worden. Und der hat dann gesagt, in jedem Ort muss ein Verantwortlicher, der dazu fähig ist, was in die Wege zu leiten, ist zu nennen. Und für Niederöblan ist dann der Herr Karl Trummer namhaft gemacht worden. Also er hat die Agenten des Fremdenverkehrs für Niederöblan übernommen. Und dann hat er erreicht, dass Niederöblan ansucht um die Aufnahme in die Erholungsdörfer von Österreich. Also das wäre natürlich schon was Tolles, weil vom Steiermärkischen Gemeindebund wird die Gemeinde Niederöblan zur Prüfung zwecks Aufnahme in die Aktion Erholungsdörfer in Österreich vorgeschlagen. Und da wird Niederöblan folgendermaßen beschrieben. Die Lage, die Gemeinde Niederöblan hat eine Tallage und ein Teil der Besitzer haben Berglage. Ist auch nicht sehr auskunftsreich. Dann die Sehenswürdigkeiten, Kapelle mit geschnitzter Einrichtung. Das war lieb. Dann Lärmbekämpfung, das ist wichtig. Nur landwirtschaftlich bedingter Lärm, wenig Straßenlärm, keine Industrie bzw. kein Gewerbelärm, reine bäuerliche Siedlung. Schön, gell? Unterkunft, zwei Gasthäuser mit insgesamt 16 Betten, 50 Betten privat. Brauchtum, ein Männerchor, eine Kindersinggruppe und eine Volkstanzgruppe sind vorhanden. Salut, gell? Spaziergänge, Ausflüge, Gritschenberg, Strasserberg, Rasselstubeck und die Stachzen.
Jagd und Fischerei ist wichtig gewesen, weil das ja was Besonderes war. Von dem habe ich ja früher von Öblan auch geredet. Wir brauchen was Besonderes. Jagd und Fischerei. Wild, Rehe und Hirsche, Auerhahn, Fischgewässer und Fischarten, Niederöblaner Bach und Enz, Forellen, Hechen, Hechte, Huchen und Eschen. Wintersaison, Wintersporteinrichtungen, Rodelbahn, Eisbahn und Skiabfahrten. Gut, wo sind die alle, die Skiabfahrten? Ja, genau. Gut, ja. Und dann ist jetzt was Besonderes passiert in Niederöblan. 1967 hat ein Proponentenkomitee aus den Herren Konrad Zeiler, Ernst Drummer, Gustav Stecher, Maximilian Schweiger und Johann Zamberger die Gründung des Fremdenverkehrsvereines Niederöblan angezeigt und sie haben bei der Expositur Gröbming um vereinsbehördliche Genehmigung angesucht. Und die Gemeinde, der Gemeindebund beglückwünscht Niederöblan jetzt zum Titel Erholungsdorf. Das war jetzt wirklich was Besonderes. 1968 ist dann die Gründungsversammlung des neuen Fremdenverkehrsvereines Niederöblan hat stattgefunden, dass es Wort findet. Und der Obmann wurde der Franz Krenn, Stellvertreter Ludwig Heim, Kassier der Kaufmann natürlich, gell, ernst, Stellvertreter der Max Schweiger, Schriftführer der Erich Friedrich Bütz, Schriftführer, Stellvertreter Johann Zamberger. Ja, und durch die Verlegung der Alpensegelflugschule Eigen nach Niederöblan sieht sich die Gemeinde Niederöblan mit neuen Aufgaben im Fremdenverkehr konfrontiert. Und jetzt kommt noch was Mehres, 1970 bis 1972 unter finanzieller Mithilfe der Landesfremdenverkehrsabteilung wird die Skiabfahrt vom Fulgo, da steht immer Kindler, ich habe mir überlegt, das heißt ja Kerler, aber schreiben muss man Kindler, gell? Also vom Kerler am Strasserberg bis zum Zahnberg gebaut. Der Diplom-Ingenieur Ecker hat da mitgearbeitet oder vorrangig gearbeitet. Der Streicher Danny war nicht verschlafen. Aha, aber er der unter seinem Namen. Ja. Weil er scheint auf in der. Namen okay. 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 Ja, dann gibt es noch einige Aktionen, aber nennen möchte ich jetzt noch euer Projekt, das kannst du ja eigentlich selber sagen, von Niederöblan aus wollten sie Doppelsessel-Lift-Projekt von Niederöblan bis zum Rübimoor-Lächen bauen und hätte aber nur eine Zubringerfunktion gehabt und keine echte Sportbahn. Auf den westseitig gelegenen Hängen unter 1000 Meter ist aber sichere Schneelage nicht gegeben und daher wurde von diesem Projekt von Seiten des Landes abgeraten. Sondern sie wollten dann von Bleiberg aus auf der anderen Seite auf. Und das ist aber dann wieder an Geld und an Zubringerwegen und Abfahrt durch Genehmigungen der Besitzer, dass ich es halt sagen kann. Ich muss schon was dazu sagen, weil ich war da. Bitte, ja. Ich war da der Macher. Ja. Wir wollten aufs Hochhernlauf, auf 1500, bis über 1500 Meter ist das. Und da wäre der Zubringer gewesen bis zum Kern einmal. Ja. Und dann hätte man mit Schleppliften fahren können. Da waren wir über das Edelmann-Lächen, über Edelmann-Grund drüber. Wir haben alle Grundbesitzer schon beieinander gehabt, alle. Mit Genehmigungen. Und, der Salzmann, das ist der vom Land Steiermark. Ja, der ist eh da. Ja, der das bewertet hat wegen der Schneelage. Ja. Und da haben wir zum Beispiel in der Chorwoche sind wir durchgegangen, auch zweimal. Und da hat man gesehen, da von Kirchner hinauf so ist ziemlich sicher und ganz sicher ist die Seite oben Bleiberg. Ja. Und da kannst du einen Lift nebeneinander haben. Da ist wohl schon fünf Lifte oder zehn hinaus, weil es ist einfach das Gebiet da. Und das wäre gegangen, wir sind so weit gewesen, dass
Unterschriftenschriftreif war. Da war der Notar da, der Pfeifer, bei Lierzen, dann Steuerbüro, wir haben alles benannt bei einer Sitzung bei der Dilli in Niederöppland. Und wir haben dort mit einbezogen die Union. Das war unser Rückhalt. Sonst hätten wir gar nicht angefangen. Und wie dann die Sitzung zum Laufen hat angefangen, kommt der Herr Fuchs, der Wehrschuch, der den Flughafen in Niederöppland betreut hat, mit aufgebaut hat, muss ich sagen. Und der sagt dann, leider die Union Wien hat mir jetzt da angerufen, sie tun nicht mit. Aha. Und dann haben wir gesagt, dann können wir aufhören und wir fahren. Und sowas. Und das Projekt war gestorben. Da haben wir vorgearbeitet, wir haben die ganzen Pläne gehabt, die, was man abschieben muss und wo die Lifte gehen. Wir haben alles fix und fertig gehabt, nur das Geld hat gefehlt. Ja. Nur ist Union ausgegangen. Nur ist gut, gell? Ja, und mit der Union haben wir gesagt, da müssen die Leute arbeiten. Da sind so und so viele Leute da, dann, dass man in der Zeit, wo nicht, sagen wir, unter der Woche kann man besser beschicken das. So war das ganz einfach. Geld hat gefehlt. Geld hat gefehlt. Geld regiert die Welt, schaut's aus. Ja. Na, jedenfalls ist es interessant, dass der Ernst das selber geschildert hat. Niederöppland ist dann eben weitergegangen. 1987 haben sie, bis 1987 waren sie Mitglied der Heimat am Grimmingorte, hinunter zur Erdning und so weiter. Und dann haben sie den Antrag gestellt, dass sie eben sich auch hinauf anhängen können, unten ausscheiden und bei der Dachsteindauernregion mitmachen, war aber auch nicht das Grüne vom Gelbe vom Ei. Wir haben mit dem Höpflinger Walter, ich war damals Obmann von Fremdverkehrsverein Niederöppland, und mit dem Höpflinger Walter habe ich gut zusammenarbeiten können. Und da haben wir inzwischen, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnert, das Urlauberdreieck gegründet. Öppland, St. Martin, Niederöppland. Da hat es auch schöne Prospekte gegeben. Und das ist auch ein paar Jahre gegangen. Dann hat man gesagt, wir müssen zu einem größeren Verband. Yeah. Aber dass wir da nur Anhängsel sind, das ist halt. Ja, wir waren da Anhängsel, haben wir gesagt, machen wir selber was. Ja. Aber da kriegst du keine Förderung. Ja, das ist ja, da bist du nicht so nahe am Topf, gell? Ja. Das ist es. Ja, 1993 ist dann eben Öppland, Niederöppland zusammengegangen und seitdem ist eben dieser Tourismusverband Öppland, Niederöppland am Laufen. Ich habe da noch die Nächtigungszahlen. Sie sind nicht schlecht, aber sie sind auch nicht so gestiegen, wie sie die Niederöplaner vielleicht erhofft haben. 1986 waren 21.176 Nächtigungen und 2008 waren 27.000 Nächtigungen. Und wie wir angefangen haben, haben wir 700 gehabt. Ja, das muss man auch dazu sagen, genau. Es gibt in Niederöplan zwei Gasthäuser. Wobei da wahrscheinlich die Dilli noch dabei ist, weil Hirzen ist ja extra. Und dann, was ist noch? Privatquartiere sind 3 gemeldete, am Bauernhof auch 3, Ferienwohnungen gibt es 2 und Ferienwohnungen am Bauernhof gibt es 1 und sonstige Unterkünfte gibt es auch 1, also 12 Übernachtungsbetriebe in Niederöppland. Soweit sind wir. Und in Öppland, was gibt es jetzt Öppland, Niederöppland für Angebot? Asphalt, Stockschießen, weil das fängt da bei A an. Dann Freibad in Öppland, Eisstocksport, Fitnessstudio, Alpenflugschule, Gastronomie, Beckenhansl, Jausenstation Hirz, Romans Café, neu. Club Sport Union Niederöppland, Kuhl, da ist der Herr Kuhl. Rüstheisel wird ja jetzt auch wieder bald aufmachen, gell? Stralzen, dann Zettlers Café, Gasthof zum Bergkreuz, Gasthof zum Grimmingtor in Niederöppland. Hallensport, in Niederöppland, Club Sportunion. Kegelbahn beim Streuzen. Kneippanlage von der Marktgemeinde.
zwei öffentliche Büchereien, darf man nennen, gell? Sagen wir, ganz laut. Massagen, drei Institute, Museen, ganz viele Museen haben wir im Ort, das wissen wir ja gar nicht alle. Gibt es das Krockerhaus, Inge, vorrangig, gell? Kamen auch, ja? Ich. Alle, die arbeiten müssen. Steinkeller gibt es nach wie vor. Es gibt zwar nicht mehr die Steinboutique, aber den Steinkeller gibt es nach wie vor. Imkereimuseum, dann die Alpakas in Niederöblan. Straußenhof, glaube ich, gibt es nicht mehr. Gell? Straußen gibt es aber schon noch. Aber nicht mehr zum Besichtigen? Nein. Okay. Das ist ja Selbstversorger. Aha, okay. Gut. Dann gibt es Rundflüge in Niederöblan, immer noch. Dann Sauna und Solarium, Niederöblan. Schießstätten gibt es im Kuhl, gell, Hans-Johann? Und dann gibt es ja vor allem den Kupferweg, wissen wir alle. Dann Tennisplätze gibt es nach wie vor. Na bitte, was willst du mehr? Wir haben ja jede Menge Sachen. Das Einzige, was uns fehlt, dass es wieder hinaufgeht, glaube ich, wäre etwas, der das bündelt. Und das kann man nur hoffen, dass das in Zukunft wieder wird. Gell, Gabi? Alles Gute. Und danke. Ja, bitte. Seit von Gatschberger, weil der Kreimeister da ist. Mein Hund hat mir das so erzählt. Er hat in den 30er Jahren auch schon angekurbelt im Fremdenverkehr. Und da ist zum Ettelmeier, er hat die Leute hergebracht von Wien, Dr. Eckern, und aus die Frau Gatschberger, die Mutter, die ist da mitgekommen und hat sich verliebt in Niederöblan, ist die Frau Gatschberger. Ist Dr. Eckern, von der Jurist, Rechtsanwalt, die Tochter bin. Das ist auch Fremdenverkehr gewesen. Ja, genau. Wow, Fremdenverkehr. Ja, ich glaube, wir machen eine kleine Pause und dann gehen wir noch den zweiten Teil an. Ja, okay. Oder? Passt. Gut. Gehen wir jetzt über Handel und Gewerbe. Wer mit da ein bisschen. Das sind die Kühler. Ich werde mich ein bisschen kurz fassen und wenn wer noch genauer wissen will, ich habe wieder ein paar Kopien gemacht für den Text da dazu, wenn Sie das mitnehmen möchten. Ja, ich halte mich zuerst an den Dremel, weil der die ältesten Unterlagen ausgegraben hat, die es darüber gibt. Und wir fangen wieder fast bei Adam und Eva an. Öblan war bis zur Eröffnung des Bergbaues ein reines Bauerndorf. Bergbau, das wäre ganz ein eigenes Kapitel, da werden wir überhaupt nicht darüber reden können, sondern das wird vielleicht gesondert irgendwann einmal von einem geeigneten Referenten besprochen werden. Die Ansprüche waren gering, die Felder lieferten Korn und Hafer, Bohnen und Erbsen, Kraut und Rüben. Das Vieh hat Fleisch und Milch und Käse zur Nahrung beigetragen. Der Wald hat den wichtigsten Rohstoff hergeben. Das Holz in überreichem Maß war vorhanden. Die Bauern erzeugten ihren Bedarf an Gegenständen des täglichen Lebens selber. Sie haben die Arbeiten im Haus geleistet, sie haben auch die Reparaturen geleistet, die Ausbesserungen und die Gerätschaften haben sie auch selber gemacht. Wo die Fähigkeit des Bauern nicht ausreichte oder das Material nicht vorhanden war, dort half die Grundherrschaft. Sie wissen ja, bis 1848 Leibeigenschaft. Es hat einen Grundherrn gegeben, dem alles gehört hat, vom Häusl bis zum Menschen, bis zum Vieh. Sie haben nur arbeiten dürfen. Ja, die Grundherrschaft hat schon bei der Gründung der Bauernhöfe und in vielen Fällen auch bei Pflug und Wagen geholfen. Aber sie haben, wie gesagt, dafür mehr Nutzen gehabt, als dass sie beigesteuert haben. Auf die Dauer hat deswegen diese Selbstgenügt,
Aufmerksamkeit der Bauersleute nicht halten können. Mit der Zunahme der Bevölkerung hat sich von selbst das Gewerbe herausgebildet. Also es hat niemand gesagt, so von heute auf morgen, jetzt werden wir Tischler und jetzt werden wir Maurer und jetzt werden wir Schuster, sondern es war so, wenn Leute etwas nicht selber können haben, hat sie sich herumgesprochen, halt, der kann das besser, zu dem gehe ich jetzt. Und zu dem sind dann immer mehr gegangen. Und je mehr er von der Sorten gemacht hat, umso besser ist er geworden. Und dann war das plötzlich sein Nebenberuf zuerst natürlich und später dann sein Hauptberuf. Welche Fliegen wolltest du jetzt da schlagen oder was, Inge? Nein, ich tue Nüssen und der Franzi tut mir austadeln, weil du eh so leise bist. Okay. Wenn man denkt, du brauchst was. Nein, und jetzt habe ich nicht das wie Urge. Ach so, okay. Ja. Das waren die ersten Gewerbetreibenden, die also etwas besser konnten in einer Hinsicht als die anderen. Sie hatten noch keine feste Niederlassung, noch keine Werkstätte oder kein Warenlager. Sie sind von Bauernhof zu Bauernhof gezogen, sie hatten Kassen auf die Stör. Sie waren also sozusagen Störarbeiter. Und das ist das Wurzel, ist die Wurzel des Gewerbes. Wow, ist die deutsche Sprache schwer, gell? Die Wurzel des Gewerbes. Ja, es hat aber auch Berufe gegeben, da hat man nicht mit dem ganzen Zeug hin und her ziehen können, von einem Hof zum anderen. Weil was tut der Bäcker? Der kann nicht seinen Ofen mitschleppen. Oder der Schmied, der braucht sein Esse. Die kann er auch nicht mittragen. Verschiedene Berufe, die also fix an einen Ort gebunden waren. Und das waren dann wirklich die ersten Gewerbetreibenden an einem Platz, an einer Stelle. Sie haben eine Werkstätte gebraucht und sie haben einen Arbeitsplatz. Sie haben dann vielleicht sogar schon Helfer gebraucht. Das waren also die Ursprünge des Gewerbes. Ja, Schmiede, Müller, Bäcker, die müssen sesshaft sein. Sie brauchen daher, und das war jetzt wichtig, sie brauchen auch einen sicheren Abnehmerkreis. Weil einer, der herumzieht, ja, wenn ich wenig Arbeit da habe, dann gehe ich halt zum Nächsten. Aber wenn ich da im Ort irgendwo sesshaft bin, dann muss ich damit rechnen können, dass wer zu mir kommt. Und das ist wichtig. Und das war jetzt durch das Anwachsen des Ortes, durch das Größerwerden, war das gegeben. Durch die fehlende Abwanderung in die Städte damals noch, weil in der Stadt eh keine Arbeit zum Finden war, im aushemmenden Mittelalter sind die Leute im Ort geblieben und waren auch die Abnehmer von diesen ersten Gewerbetreibenden. Die Eröffnung des Bergbaues hat sich im gleichen Sinne ausgewirkt, vor allem in Öblan. Da haben also die Knappen viel im Ort selber kaufen können, was sie halt so zum täglichen Leben gebraucht haben. Und dadurch hat auch ein Beck, hat auch ein Fleischhauer und so weiter überleben können, hier in Öblan. Am weitesten zurück lässt sich in Öblan ein einziges Gebäude verfolgen. Das wisst ihr alle wahrscheinlich. Bier. Nämlich? Bier. Brauerei. Es war aber noch keine Bräuerei, aber es war die Bräuterferne. Die Bräuterferne ist, also der Ferne, was heißt der Ferne? Das ist einfach der alte Name für Gasthaus. Und zwar wird es in Öblan erstmalig 1351 erwähnt. Ist schon ganz schön lang aus, oder? Pah, rechnen wir mal zurück. So lang gibt es das schon. In diesem Jahr bestimmte der Herzog Albrecht, dass im Enstal keine neue Weinschenke entstehen durfte. Einige nicht in einem Pfarrort befindliche sind sogar verboten worden. Und zu den Ausnahmen vom Verbot hat die Schenke in Oberöblan, das war damals ja zwischen Öblan, Oberöblan, Mittelöblan und Niederöblan unterschieden.
die ist also genannt worden, sie darf bestehen bleiben. Spricht dafür, dass sie schon sehr lange bestanden hat, also 1351 hat schon lang bestanden. Können wir noch weiter zurückrechnen. Es ist nun die Frage, welche von den heutigen Gaststätten diese älteste ist. Der Dremel hat da genau recherchiert. Natürlich lag die Taverne am Platz, im alten Dorfplatz, die wissen ja, dass der da drinnen ist, weil hier noch das regste Leben herrschte. Daher kommen nur die Engeltaverne, das ist der Streuzen, und die Bräuterferne, Skull, in Frage. Da nun aber die Admon der Urbare des 15. Jahrhunderts noch keine Taverne verzeichnen, die Engeltaferne aber auf admondischem Grund steht, kann es nur die andere sein. Also die Bräuterferne, die Skull. Also die hat im Mittelalter noch nicht zu den admondischen Gütern gehört, das brauchen wir jetzt nicht erwähnen. Sie ist damit die älteste Taverne in Öblan und eine der ältesten Gaststätten nicht nur der Steiermark, sondern überhaupt auf deutschem Boden. Bitte, das habe nicht ich erfunden. Das Admon der Urbar von 1469 kennt je einen Bäcker, Schuster, Schmied, zwei Mühlen und eine Säge in Öblan. Das ist schon ganz schön viel, gell? Diese Zettler habe ich in einem Bild vom Herrn Madl, nämlich von seinem Großvater, 1869. Die Zettler Schmiede ist es gewesen. Dort ist jetzt Wiesen, grüne Wiese, gell? Vorm Zettler heraus, der Dreispitz da. Zettlerschmiede geht auf eine lange Tradition zurück. Bereits 1469 wurde die Schmiede erstmals erwähnt. Es war eine Huf- und Hackenschmiede, die sich aber auch auf die Erzeugung von Sensen, Sicheln und Sägen spezialisiert hatte. Die Zettlerschmiede, und jetzt passt auf, war sogar auf der Pariser Weltausstellung vertreten. Nicht schlecht, gell? Ist uns nachher nie mehr passiert. Ja. Noch gab es keinen Krämer im Ort. Ernst, du warst noch nicht vorhanden. Den Handel besorgten Hausierer. Und wer besondere Wünsche hat, konnte sich ja in den benachbarten Märkten in Gröbming oder Irtning befriedigen, wohin die Bauern regelmäßig zum Gottesdienst wanderten. Nur wenige Gewerbetreibende lebten vom Gewerbe allein. Sie hatten daneben meist eine kleine Landwirtschaft. So konnten sie auch den dörfischen Charakter des Ortes nicht ändern. Das hat erst in Öblan durch das Aufblühen des Bergbaues begonnen. Im Laufe des späten Mittelalters gewann der Verkehr erheblich an Bedeutung. Seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts durchzogen immer zahlreicher deutsche Kaufleute mit Tuch, Bachend, das klingt lecker, Bachend und Handel und Leinen das Ennstal auf ihrem Weg in das obere Murtal. Mit der Zunahme von Handel und Güterverkehr füllten sich natürlich unsere Wirtshäuser, klar, mit Fuhrleuten. Schmiede und Wagner haben ebenfalls mehr Beschäftigung gefunden. Eintragungen im Grundbuch der Propstei Gstaad im Jahr 1625, und das ist eigentlich immer eine ganz große Quelle, 1625, das ist dieses Urbar, das wir immer verwenden, und im Urbar vom Stift Admont im Jahr 1753, das ist die zweite Jahreszahl, leider haben wir jetzt ja nicht mehr die Möglichkeit, dass wir da reinkommen, gell Hans, weil das ja hinunterkommen ist alles und nichts mehr zur Verfügung steht, früher haben wir keinen in die Pfarrkanzlei und setzen und da drinnen platteln stundenlang, aber das geht leider nicht mehr. Im Jahr 1753 ermöglichen einen interessanten Einblick über die Gewerbetreibenden in dieser Zeit. Und zwar sind angeführt, und ich habe da ein paar Platteln nachher kopiert für Sie, in Öblan, man höre, 6 Tafernen, also wir haben schon immer am meisten Gasthäuser gehabt. 6 Tafernen. Die Engeltaferne, da war der Streuz, heute der Gerhard Scherndanner. Die Knollentaferne ist der Becken Hansl,
heute Schadleitner. Die Taverne zu Oberöblan, der Stenitzer, das ist die Grofentaverne, heute Kuhl. Haus und Taverne am Tor, das war der Torbeck drüben, Salzinger. Ab 1753 ununterbrochen im Besitz der Familie Salzinger. Dann die ältere Taverne am Tor zu Oberöblan, das ist das Gasthof Adelt. Und die Taverne am Tor, vis-à-vis das Schlusserhaus, das war die kleinere, die ältere und weniger schöne. Und wenn Sie die Tafeln sehen, ich bin gestern noch einmal durchgegangen und habe geschaut und Alexander hat es auch fotografiert, es ist auch so beschrieben, die hat nur ein paar Kammerl weniger gehabt wie die herübere und da haben sie damals schon ganz schön wettgeeifert, wer der bessere Wirt war. Dann hat es gegeben einen Krammerladen, das war der Veit Eder und darum heißt er auch Veit Krammer, weil er ein Krammer war und Veit geheißen hat. Dann drei Fleischhauer haben wir gehabt. Das wundert mich, weil ja die Leute selber viel Viech gehabt haben. Der Heller Engel, und zwar ist das der Brandner, das ist dort, wo jetzt die Chrysamata wohnt. Dann die Herberg am Angern 3, das war der Niklas Mitterecker. Wo das genau ist, weil oben beim Mitterecker war das sicher nicht ein Fleischhauer, sondern der wird schon irgendwo in der Ortsnähe gewesen sein. Bitte? Ja, so weit drinnen wahrscheinlich auch nicht. Es heißt nicht in der Angern, sondern am Anger. Es kann auch am Wolfenanfang sein. Gell? Hans, du vielleicht, weißt das du noch? Ja. Oben Mitterecker liegen. Ja, das steht da, aber das glaubst du aber nicht, dass oben Mitterecker ein Fleischhauer existiert. Hast du gesagt, die Grieser? Ja, nein, das habe ich eh, das Gleiche wie du. Ja. Ob das Mitterecker liegt? Ja, aber das... Niklas Mitterecker, ja. Keine weiteren Daten. Ich weiß, ich habe eh das gleiche Blattl wie du, aber das ist nicht wahrscheinlich. Der Berger hat ein Grundstück gehabt, aber einfach ist unter den Angeln, beim Dimmerlohn. Aber heißt, er hat Fleisch gehabt. Ja, eben. Was tut der da oben? Ich habe eigentlich was da gehabt, Obermitterecker liegen. Da eine in der Summe reingefahren sind, im Wolken. Keine Ahnung. Los. Angerer ist wieder was anderes. Das kommt da noch. Also los. Ja. Ja. Lass wir es einmal so stehen. Gell? Dann haben wir die Künstlerherberg und Fleischbank zu Öblan. Das war der Hans Krocker. Das ist der Scherndanner drin. Dann haben wir drei Mühlen gehabt. Die Mautmühle zu Oberöblan, das ist die Bugelmühle, wo die Fuchs wohnen unten. Dann die Kohlerherberg und Mautmühle zu Öblan, die Hagermühle war das, das ist Rheinbahn Stadlauer. Und die Brandner Mautmühle, das ist die Berghammermühle, Zandl. Gell? Habt ihr beim Umbau sicher noch, weißt du, dass ich mich noch erinnern kann, dass da hinten der Graberl war? Habt ihr das zugeschickt, Franz? Habt ihr es zugeschickt oder weg da? Ist das weggekommen? Es ist interessant, wie der Fluter seinerzeit angelegt worden. Mitten durch den Ort. Wirklich, das geht als praktisch als großer Ader drüben raus, ein bisschen Wolkenbach. Da ist jährlich wie eingeflogen. Ja, da sind ja so viele, 5 Kinder sind ertrunken und dann haben sie ihn zugeschickt, gell? Okay. Also die Zandlmühle, die haben wir abgehackt, gell? Dann haben wir zwei Bäcker. Und zwar der Torbeck drüben, Salzinger, und der Beck zu Öblan, der Matthias Altheimer hat der schon geheißen, das war der Beckenhans. Dann ein Weber, Herberg ob Öblan am Sonnenberg,
der Ebenweg Weber, da haben wir letztens mit dem Gret drüber, gell Hans? Das ist heute an der Stelle, wo früh auf ist. Aber das Haus gibt es nicht mehr. Das ist weg. Ja, das Haus ist weggerissen, aber an der Stelle ist früh aufgebaut worden, Hans. Jetzt heißt der Fuchs nicht. Ja, genau. Dann zwei Schneider haben wir gehabt. Das war die Fotzenherberg am Büchi ob Öblan. Da ist wieder kein genauer Platz angeführt. Das ist, wenn es heißt ob Öblan, wird es wieder am Walchenbeginn sein, am Fuß vom Sonnberg. Und der Klampferer Haus war der Lorenz Presthofer, das ist der Zettler, der Schneider Toni. Fünf Schuster haben wir gebraucht. Ganz klar, Schuhe haben die Leute auch damals gebraucht, obwohl sie sehr wenig gehabt haben. Ich habe mit alten Leuten geredet, noch damals bei der Erhebung, wo sie mir erzählt haben, sie haben ein paar Schuhe gehabt. Und wenn die Mutter einkaufen hat gehen müssen, dann hat sie nicht Schuhe gehen dürfen, weil dann hat sie keine Schuhe gehabt. Haben miteinander ein paar Schuhe gehabt. Kann man sich das heute vorstellen? Nicht mehr leicht. Und das ist aber vielleicht 80 Jahre aus und nicht mehr. Gell? Das war eine harte Zeit. Ja, fünf Schuster, der Torschuster, das ist drüben die Bichler Maria und der Hans. Dann das Mentweber, die Mentweber-Herberg ob Öblan wieder am Büchi. Das ist Mentweber oder Puckentischler, das ist vormals das Zechner gewesen, vis-à-vis, wo jetzt das schöne Schwimmbad in dem Eck drin steht, in dem Gatterl. Ich weiß nicht, wie die jetzt heißen. Heißen sie noch Zechner? Damals. Klaus, gell? Und die Roswitha vom Stadler oben, nicht? Ja. Also dort war, da gibt es ein ganz liebes altes Foto, aber ich kann das dran, wie ich will, ich kenne mich nicht aus, in welche Richtung das geht. Dann der Schmidt-Hirsel, Plärmpelherberg zu Oberöblan. Schmidt-Hirsel, das ist dort, wo die Fuchs-Werra jetzt wohnt. Da, oder was der Fuchs-Werra gehört. Dann die Sattlerherberg, das ist der Schuster Matthias, das ist, wo der Herr Oberamtsrat Madl daheim ist. Haus und Gartel bei der Schiershitten, das ist der Hans Schweiger. Schuster Siegerl, das war der Bungsberger Matthias. Ich weiß nicht, wer jetzt der Besitzer ist, weiß ich nicht, das wisst ihr besser. Ja, neue Leute. Aber ihr wisst, wo das war. Das war der Schuster Siegerl. Ein Sägewerk haben wir auch damals schon gehabt, und zwar nicht nur in St. Martin hat es einen Sackschneider gegeben, sondern auch in Öblan. Das war die Familie Matthias und Rosina Spengel. Das ist, wo heute die Daum Judith rein wohnt, Bichler vormals. Das war ein Sackschneider, hat das geheißen einmal. Weil Lux Weber war, da bin ich mir nicht ganz gewiss, weil beim Buchner heißt es Lux Weber. Fuchs Weber? Luxweber. Ein Luxweber. Und was habe ich gesagt, wo war das? Ebenwegweber. Na, Ebenweg ist um in Sonnberg. Ja, aber Fuchsweber habe ich nicht gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Nur nein. Das ist auch Sägewerk. Weberei. Das sucht auch zusammen. Ah, Weberei habe ich ja nicht dabei. Warte ein wenig. Wo habe ich ja Weberei? Ögern am Sonnberg. Matthias Beer, Ebenwegweber. Ja, das ist da oben. Du meinst einen zweiten Weber. 1753, Martin Schupfer. Das kann du möglich sein, ja, Thomas. Ja, wenn es zählt, beim Zehner war ja die Tischlerei. Tischler ja. Und Schuster, war alles in einem Haus. Da war eine Weberei und da. Also, ich bin schon still. Da nicht, Thomas. Weberei? Ich weiß nicht. Nein. Die war vielleicht weiter herrennt am unteren Schattenberg. Ja, Buchner, das ist eh nicht Buchner, Thomas. Das ist ja vis-à-vis von Zechner. In dem Spitz da drin, wo jetzt das Schwimmbecken drin steht. Ich zeige dir das Foto, vielleicht kannst es du es richtig und ran. Ja, können wir uns einmal dahinter machen. Gut. Dann Sägewerk haben wir schon gesagt. Der Wagner, Tischler haben wir nur einen gehabt, das war eben wieder dieser Mentweber, beziehungsweise Bruckentischler.
Dann der Wagner, das war der Lindebner, das ist Hofer heute. Drei Schmitten, Schmitten und Haus in der Auen drei, der Augenschmidt, das wissen wir, wo Augenschmidt ist. Der Schweiger Michi. Dann die Hammerschmitten zu Öblauen im Dorf heraus, das ist der Schmidt Bütz, sprich Thomas Reinbacher. Und die Schmitten im Dorf, Christina und Thomas Bütz, das ist der Schmidt Zettler daneben bei euch. Zwei Schlosser, ein Heißel und eine Werkstatt zu Öblauen, der Georg Bröckel im Schlosserhaus da drüben, wo jetzt die Martina ihren Salon hat. Und am Bauernhof, also jetzt in der, am Bauernhof in der Nähe, war Schlosserhäuser, das hat nachher den Habachern gehört und das haben die Bindlechnern weggerissen und ihr Haus dann. Wenn ihr euch erinnert, das war, ich weiß nicht, wer ist schon älter oder so alt wie ihr, du vielleicht, Traudl, kannst du dich erinnern, das ist der Länge noch, wenn man zum Badl umgegangen ist, gestanden. Und da müsst ihr euch denken, da war die Schmitten unten und oben auf hat die Familie Habacher gewohnt, die haben nur drei Kinder gehabt. Aber in der zweiten Stube oben hat die Familie Brattis gewohnt und die haben 9 Kinder gehabt. Und die waren alle in dem Häuserl drin. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Dann, Franz, kannst du dich noch erinnern, wie das gestanden ist? Ich kann mich erinnern, oder? Weil ich schon links oben gestanden bin. Ja, genau. Der hat das jetzt anders gebaut, nicht? Ja, ja. Der Höppi war zuerst rein. Genau, der Höppi war auch zuerst rein. Aber das war natürlich noch viel früher. Dann haben wir einen Kalkofner, Haus und Acker. Vom Jakob Kretz, das war der Blank Franzum, jetzt der Thomas Schrempf, war das Kalkofner. Dann einen Köhler haben wir, den Hans Rabastinger, beim Kohler, oben beim Schupfer, was jetzt in Maraimer gehört, Familie Maraimer. Ein Bohrer, der war in der Bohrerbehausung mit Gärtel und Werkstatt, der Andreas Gasteiger ist 1753 das erste Mal genannt worden, wo heute also die Sparkasse drin ist. Dann machen wir einen kleinen Sprung, nur 100 Jahre. Im Jahr 1837 wurde der Gemeinde Öblauen das Recht verliehen, am 30. November jeden Jahres einen Markt abzuhalten. Und da ist ein ganz bombastischer eine Originalurkunde vorhanden drüber, die werde ich nicht vorlesen, weil das ist wir Ferdinand I. von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, König von Ungarn und, ganze Reihe, aber der genehmigt dann diesen Krämermarkt. Und der zweite Krämermarkt ist dann vorgestern gewesen, auch per kaiserlichen Dekret. Und wenn man schaut, jetzt ist fast nichts mehr überblieben. Nicht, dass keine Standeln waren, das kann ich gar nicht sagen, sondern keine Leute. Es sind überhaupt keine Leute. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist das so abgewertet worden? Haben die Leute eh alles? Gehen sie natürlich lieber in ein Geschäft wahrscheinlich? Oder am 1. Mai nach Hirtning natürlich auch. Ja. Jedenfalls diese zwei hart erkämpften Krämermärkte, das war nämlich wirklich was Besonderes, dass man die gekriegt hat, die werden wahrscheinlich über kurz oder lang aussterben, nehme ich an. Der Dremel hat noch geschrieben, sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Das kann man heute nicht mehr sagen. 1849 bis 1914 hat jetzt im Gewerbe ein Umschichtungsprozess stattgefunden. Viele Gewerbe, besonders Bäcker, Fleischhauer, Gastwirte und Kaufleute, nahmen an Zahl zu. Andere, wie Drogerien, Fotografen, Elektrogeschäfte, Fahrräder und Maschinenhandlungen, sind neu entstanden. Wieder andere sind aber zugrunde gegangen und sie mussten sich auf Ausbesserungsarbeiten verlegen. Manche sind haben überhaupt aufgehört, wie zum Beispiel die Weber, die Seiler und die Seifensieder.
Seifensieder war in Öbland früher auch ein Gewerbe, was vorhanden war. Aber das war einfach nicht mehr gefragt, weil man hat die Seife. Und heute kauft man aber da wieder die handgeschöpften Seifen, gell? Die Naturseifen. Also es ändert sich wieder. Die Gesamtzahl der Gewerbetreibenden stieg bis 1930 auf 34 an. Also von denen, die ich Ihnen vorher vorgelesen habe, bis zum Jahr 1930 waren es auf einmal 34. Das ist schon ein bisschen eine Steigerung gewesen. Die Ortschaft Öbland verlor nach der Eröffnung der Bahn im Jahr 1875 zum Unterschied von der Umgebung jetzt plötzlich den bäuerlichen Charakter. Das zeigt die Berufszählung 1934. Und das ist ganz interessant. Von den 1068 Einwohnern, die damals gezählt worden sind, haben nur mehr 355 der Land- und Forstwirtschaft angehört. Industrie und Gewerbe waren 311 plus, Entschuldigung, plus den Arbeitslosen, die, also, die man auch dazu zählen muss und die hauptsächlich aus Industrie und Gewerbe und Handel gekommen sind, sodass also mehr nicht dem, der Land- und Forstwirtschaft, dem Bauernstand angehört haben zu der Zeit. Öbland hat sich ganz verändert von einem rein dörflichen, bäuerlichen Dorf, so muss ich sagen, zu einem von Industriearbeitern. Viele waren bei der Eisenbahn gewesen, die sind heute auch noch nicht. Also das war jetzt plötzlich eine Umschichtung. Nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges haben die Öblaner Gewerbetreibenden im Rahmen einer Ausstellung zur Feier 950 Jahre Österreich im Oktober 1946 in der Volksschule Öblan mit ihren Produkten und ihrer Arbeitsleistung ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Und ich kann mich erinnern, das hat mein Vater noch erzählt, da haben sie die ganze Schule ausgeräumt und haben da eine Ausstellung, eine riesige Ausstellung gemacht. Das ganze Schulhaus von oben bis unten war mit Produkten aus unserer Gegend, aus unserem Ort, als Ausstellung vollgestopft. Und da sind die Leute von weit um das ganze Enster auf und da gekommen und haben geschaut, was wir alles leisten können. Es waren wieder ein paar Leute dahinter, die das organisiert haben und die geschaut haben, dass also unsere Produkte also auch was Gutes sind. Ja, zur Stadterhebung von Lietzen im Jahr 1947 wurde vom Enstaler Arbeitskreis für Heimatpflege, Wirtschaft und Fremdenverkehrsförderung wieder eine Leistungsschau von Handel und Gewerbe geboten. Und bei der Ausstellung war unter anderem auch der Herr Doriath mit seinen Musikinstrumenten vertreten, mit Konzertgitarren und seinen anderen Instrumenten. Warum das nicht mehr gegangen ist, das weiß ich eigentlich bis heute nicht. Das wäre eigentlich ein Gewerbe, was immer geht. Musikinstrumente? Ja. Ja. Warum das aufgehört hat, weiß man eigentlich nicht. Hat ja eh weiter da. Aber kein Kalkulator. Das kann natürlich sein. Ja, der hat das übernommen. Jetzt kommt wieder ein kleines Highlight. Auf Initiative von Otto Czernitz, der war damals Wirtschaftsbundobmann, haben sie da 25 Gewerbetreibende zusammengetan und haben den Josefi-Markt, den Öblaner Josefi-Markt 1987 zum ersten Mal veranstaltet. War eine schöne Leistungsschau, wenn Sie sich erinnern, vielleicht der eine oder andere, der da noch dabei war und der schauen gegangen ist, das war schon was, was man da gesehen hat, sämtliche, ob das die Steinboutique ausgestellt hat oder die Schafpatschen, Schafwollpatschen oder ja, alles, was halt alle Gewerbetreibenden von Öblan haben halt da ausgestellt. Und das hat auch gekauft werden können und ich glaube, es war anfangs ein guter Erfolg. Allerdings ist es dann nach Jahren immer weniger geworden und ja,
1999 haben sie dann das letzte Mal abgehalten. Hast du mitgemacht, Franz? Nein, das ist der Schacht und der ist nach Hause. Ich stelle die Halle mit, das steht hinten. Ich höre dich nicht. Der Schachner, ja. Der ist der Haus eigentlich, spielt in die Halle so ein ja. Haus, oder ja. Ist das nicht? Die steht heute nicht bei der Hermelinde. Echt? Also die Hermelinde damals gekauft. Ach so, schau. Ach so, schon nicht so als Grund. Nein, also. Aha, na no, gut. Wissen wir das auch? Ja, aber darf ich eine Preisfrage stellen? Bitte. Weil ich habe das Ganze überhört. Und zwar habe ich gebeten, der Gewerbebehörde in Köln. Um eine Auslistung sämtlicher Gewerbetreibenden. Wie viel gab es? Über 100 haben wir. Ja, genau. Ja, ja. Ja, du nimmst meine Pointe vorweg, Hans. Du nimmst meine Pointe vorweg. Ich bin schon stark. Nein, passt schon. Passt schon. Das kommt ist noch. Ein Freund mit uns. Nein, das kommt schon. Das passt schon. Okay. Ja, die Erhebung 1993 hat dann die Anzahl von 43 Gewerbetreibenden im Ort ergeben, was eine Erhöhung von nur 9 Betrieben seit 1930 war. Das ist also nicht sehr aufregend. Betriebe sind verschwunden, dafür neue Gewerbe wie Personenbetreuung, Massage, PR-Berater, Versicherungsvermittler, Fußpfleger, Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit, Organisation und Durchführung von Seminaren und so weiter sind entstanden. Aus diesen Fakten ist jetzt ersichtlich gewesen, hoffentlich, welchem Wandel in den vergangenen Jahrzehnten Handel und Gewerbe unterworfen waren. Und es sind da jetzt ein paar Beispiele aufgeführt, aber ich glaube, das könnte man uns schenken. Zum Beispiel beim Weidhofer Kohlhofer wird das Haus da drinnen im Wandel der Zeit, der Jahrhunderte, also sich verändert hat und was da alles drinnen war, vielleicht sagen wir es nur wegen Ernst, aus der Liegenschaft bestand zunächst mit Haus Nummer 30 ein Geschäfts- und Wohnhaus. Der Bruder Matthias Weidhofer hatte auf dem Areal im Haus 71 eine Bau- und Möbeltischlerei betrieben. In der Folge wurde vom Weidhofer auf dem Grundstück das neue Geschäfts- und Versandhaus Öplan 75 errichtet. 1901 ist es zum größten Teil durch einen Brand vernichtet worden. Dann ist es aber wieder aufgebaut worden. Bereits 1908 wurde das Kaufhaus durch einen Magazinzubau, später durch einen großzügigen südlichen Anbau erweitert. Neben den Gütern des täglichen Bedarfs konnte man im modernen Geschäftshaus auch Waren bestellen. Bitte, das ist was Neues gewesen. Und schön ist, dass die Fassade ja heute noch fast gleich ausschaut. Das hat sich ja Gott sei Dank nicht viel verändert. Man konnte dort Eisenwaren und Kohle kaufen. Nach dem Tod des Besitzers wurde das Geschäft 1920 von dem Herrn Karl Kohlhofer übernommen. Der hat die Witwe vom Herrn Weidhofer geheiratet mit Geschäft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zunächst Teile und dann das gesamte Geschäftshaus an verschiedene Firmen vermietet. Es waren dies insbesondere die Tischlerei Brüder Redlich, Tischlerei Nemeth, die Musikinstrumentenerzeugung Doriath und dann Wimmer, die Firma Eisenbahn Höpflinger, die Kaufgeschäfte Schneider von Niederöblan, Trummer, auch von Irtning, Trummer. Ja, genau, warte ein wenig, bin ich schon dabei. Wo sind wir? Kaufgeschäfte Schneider, Trummer und Dreschnitzer sowie die Malereien Weißenbacher und Moosbrucker. Also all die Geschäfte waren da der Reihe nach in dem Riesenhaus drinnen. Durch die Besitzer Johann und Gerda Pinter erfolgte schließlich der Umbau des Objektes in ein Wohnhaus mit 16 Wohnungen. Das Gebäude hat damit eine neue Verwendung erhalten und fügt sich mit den weitgehend erhaltenen Fassaden harmonisch
in das Ortsbild ein. Und genauso ist die Beschreibung der Umwandlung von der Bugelmühle, was angefangen hat, oder vom Bahnhofshotel Klassik. Das muss ja, das habe ich glaube ich nirgends drauf. Das ist also, haben wir heute schon darüber gesprochen, draußen das alte Gemeindehaus, gell? Was auch eine sehr wechselvolle Geschichte gehabt hat. Oder zum Beispiel auch die Firma Redlich, die Brüder Redlich, war in Öblan ein sehr wichtiges Unternehmen mit sehr vielen Arbeitern da angestellten draußen. Bauunternehmen hat 1848 zunächst das Sägewerk Coloreda gebracht und ab 1949 im Gebäude des Kaufhauses Kohlhofer die Schlerei betrieben. Die ist aber dann hinausgesiedelt und so weiter. Also auch eine sehr wechselvolle Geschichte. In Spitzenzeiten 80 Personen beschäftigt. Ja, ganz viel. Und der Herr Demelius hat für seine Verdienste auch die Ehrenbürgerschaft von Öblan erhalten. Ja. Dann, der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen sich immer wieder mit den Belangen von Handel und Industrie befasst. Ich habe mir nur ganz ein paar rausgestrichen, weil das wären Seiten um Seiten, was da alles drinnen gestanden ist. Zum Beispiel 1902 für Franz Bernkopf die Konzession für das Gast- und Schankgewerbe im Haus Öblan 27 beim Becken Hansl. Oder 1909 hat der Rauchfangkehrer Hermann die Konzession in Öblan beantragt und auch bekommen. Der 1919, der Herr Johann Zörweg, war Schmied in Gröbming und hat dann die Konzession für das Schmiedegewerbe da draußen gekriegt. 1920 die Frau Justine Grubsch, die Konzession für das Gast- und Schankgewerbe in Öblanz-Waradochtsk drinnen. Gell? Dann war Lieb am 27.10.1928, der Nachtwächter ist anzuweisen, 10 Minuten nach Ablauf der Sperrstunde in jedem Gasthof einzeln noch einmal vorzusprechen. Das ist auch lieb, gell? Ich habe gar nicht gewusst vorher, dass zu der Zeit noch Nachtwächter unterwegs waren, aber muss so gewesen sein. Wie lange, weiß ich nicht. Hans, du? Die Feuerwehr hat dann Nachtwächter beschäftigt, beziehungsweise die Gemeinde beschäftigt. Und zwar ist das 1900, wie war das? Von dem Jahr ins nächste. Und zwar da ist eine eigene Kommission gewesen für Raumbeginn von Bund und Bund. Und da ist dann der Nachtwächter gegangen und die Feuerwehr hat das Recht gehabt, wenn ein Nachtwächter lästig war. Oder auch umgekehrt sind nichts unterhalten. Oft hat diese Kommission den Notbruch der Söldner wieder schauen, wir sind jetzt drin. Also das war 1800. Na Moment, bis 1928. 1928 war er noch. Aber ich kann mich noch erinnern, dass das Schneebreiten ein Notbruch war. Na, siehst du es. Dann war er auf jeden Fall bis 1938 unterwegs, gell? Dann habe ich 1930, die Frau Rohrbacher hat die Konzession für den Verkauf von Schul- und Gebetsbüchern, Kalender und Heiligenbildchen bekommen. Dann 1932 hat die Frau Maria Ahl die Konzession für Gast- und Schankgewerbe in Öblan 33 bekommen. Oder 1937 der Franz Höppel die Konzession für den Hufbeschlag. Das habe ich eigentlich spät befunden, weil da ja eigentlich nicht mehr so viele Pferdeln unterwegs waren, oder? Aber er hat es gesagt. Es ist immer genau das Datum mit jedem Tag dabei, nur lasse ich das weg. Dann 1946 hat der Herr Ortner Ernst die Konzession für die Tabaktrafik bekommen. 1946 auch der Herr Doriat Jakob die Erzeugung von Musikinstrumenten. Der ist ja nach dem Krieg erst daher geflüchtet, nicht?
Dann der Herr Walter Höpflinger, 1947, die Erbauung eines Eisenmagazins. Und jetzt wissen wir, wann draußen am Bahnhof diese Höpflinger Eisenwarenhandlung gebaut worden ist. Also bald nach dem Krieg. Dann 1948 die Frau Rohrbacher, Bau eines Kinos. Das wissen wir aus genauen Unterlagen, was in der Chronik drin steht, da die Geschichte vom Öplaner Kino. Dann 1949 die Frau Rohrbacher, achso, das habe ich schon. 1952 der Herr Lederhaas, die Konzession für das Gast- und Schankgewerbe. 1952, da ist das Haus gebaut worden, nicht? Das Lederhaas-Haus. 1958 der Franz Scherndaner, die Konzession für Gast- und Schankgewerbe, da sind die noch die Tobi neu herkommen. 1959 die Frau Meindl, die Konzession oben am Sonnberg. 1960 hat sogar Fulgo Timmerl eine Konzession für die Ausschank von Flaschenbier, Kracherl und Milch gekriegt. Und so geht es weiter. Der Herr Wölfel hat 1962 die Errichtung einer Parkettfabrik gekriegt. Oder die Firma Jeschek, wenn Sie sich erinnern, da drüben, hat 1963 die Eröffnung der Drogerie angesucht oder bekommen. Die Frau Fanny Reich hat 1963 für Schank- und Gastgewerbe. Und, da waren also unheimlich viele Zahlen, die hat der Hans einmal zusammengeschrieben, alle, gell, vom Gemeindeprotokollen ausgeschrieben. Das finden Sie alles. Das Sitzungsprotokoll der Gemeinde, ja. Entnommen. Und ja, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht nicht unbedingt. Ja, und Sie, das, wenn das alles interessiert, das steht eh in der Öblaner Chronik. Ja. Und was ist heute? Machen wir Schluss. Was ist heute? Wenn Sie die heutigen gewerblichen Betriebe in der Marktgemeinde Öblan nennen sollen, hört man oft den Satz, alle unsere Gewerbebetriebe haben zugesperrt. Wir haben keinen Schuster, wir haben keinen Schneider, keinen Fleischhauer, keinen Glaser, keinen Schmied und vieles andere nicht mehr in Öblan. Was früher alles da war, alles ist heute nicht mehr da. Bis auf den Landmarkt haben wir alle Lebensmittelgeschäfte zugesperrt. Wir müssen um jeden Nagel und um jedes Stufffetzerl nach Gröbming. Oder um jeden Milchtopf und um jede Hackenleiste nach Irtning fahren. Und um eine Hosen und ein paar Sportschuhe müssen wir sogar bis Lietzen. Da haben Sie natürlich recht. Das stimmt. Wir müssen wirklich für das meiste, was wir heute brauchen, wegfahren. Der Handel hat sich geändert, wie das, wie Sie gerade gesehen haben, schon mehrfach getan hat. Er hat sich ja den Kaufgepflogenheiten der Bevölkerung angepasst. Wem sage ich das besser als den zwei Geschäftsleuten da vor mir? Aber es stimmt nicht, dass es bei uns heute keine gewerblichen Betriebe mehr gibt. Und jetzt, Hans, jetzt kommt die Frage. Was glauben Sie, wie viele gewerbliche Betriebe heute in Öblan, in der Marktgemeinde Öblan, gemeldet sind? Franz, jetzt komm vor. Ich sage nichts mehr. Ich habe es ja schon gesagt. Über 100 habe ich gesagt. Wer rät noch mit? Du bist auch dabei. Das sind Bürobetriebe, die fünf. Bitte? Das sind Bürobetriebe. Alle gewerblichen Betriebe? Ja, schon, aber. Alle, was auf der Kolbminger Wirtschaftskammer. Von zu Hause aus oder was, die werden alle mitgerechnet. Ja? Und jetzt, glaub, wie viel? 100. Mehr? Ja, von mehr. Ja, glaube ich. 113 mit heutigem Tag. Ich habe Nachmittag heute noch mal reingeschaut. 113 gemeldete gewerbliche Betriebe sind in Öblan. Gabi, bei Ihnen alleinig sind ja schon mehrere Gewerbe angemeldet. Denken Sie mal. Tabak, Lederverkauf, alles was Sie extra, Zeitschriften, das sind schon mehrere Gewerbe, die nur Sie haben. Gell?
Und so geht's. Ist ein Betrieb, aber es sind drei Gewerbe angemeldet. Ja. Ingrid, mir ist gegangen, ich habe für Branntweinausschank, ja, dass man sagen wir, von der Flasche in der Kirche das Gebet, ja, eingeschenkt braucht. Dann machen wir Tabak gehabt, Fotoartikel, ja, alles extra. Textilien, ja, Geschirr. Ich habe 8 gehabt im Ganzen. Ja, denkt man. Genau. Ja. Und ja, aber das sind sämtlich. Die Nägel verkaufen, der war die Eisenhandlung noch. Ja, genau. Siehst du das? Aber dafür hat man es bei dir hat man es aber auch kaufen können. Ja, ja, und um das geht es ja. Ob ich das jetzt kriege da, ob ich das Gewerbe, ja, da habe oder ob ich weiß Gott wohin muss. Nicht? Sehr viel ist natürlich heute auch dieser Onlinehandel. Wie auch immer, dass er heißt, egal, wird sehr viel von der Jugend angenommen, aber auch von reiferen Personen. Diese Zahl, glaube ich, lässt uns positiv in die Zukunft schauen. Ich habe es zumindest so abgeschlossen, das Ganze, dass das Gewerbe nicht ausstirbt, dass es sich einfach verändert und dass es sich einfach den Gegebenheiten anpasst. Und Angebot und Nachfrage ist ein Wechselspiel, das wissen Sie. Je mehr Sie weiß Gott wohin fahren, umso weniger werden bei uns die Geschäfte sein. Je mehr Sie online kaufen, umso weniger werden kleine Geschäfte bestehen können. Aber wahrscheinlich ist die Bequemlichkeit da auch ein Faktor. Das auch noch. Treffen tust du es überall, gell? Ein neues Treffen gehabt und die sind dann Kunststoff gekommen und denken, mei, jetzt das eh angehabt. Ja. Mei, ich habe jetzt gefallen. Ja. Ich habe schlattelig gefallen. Ja, ja, hinten noch, gell? Hinten noch. Genau. Aber schließen wir vielleicht so ab, das Gewerbe und der Handel wird sich ändern, so wie sie die Bevölkerung auch ändert. Und unsere bitte, Hans. Sie sind tatsächlich von der Behörde die billigste Konzessionen. Ja, genau. Also kann man schon da vergleichen. Freilich. Sag ich ja, wenn der Ernst sagt, der hat so und so viele Konzessionen gehabt, nur deswegen, weil er die Waren auch geführt hat. Nicht? Das ist klar. Gut, damit danke ich Ihnen. Sie waren sehr, sehr geduldig und aufmerksam. Danke. Und ich habe, wie gesagt, zu. Beziehungsweise nicht gelesen hat, die Ordenschronik, die sagst du nicht deswegen, weil ich halt auch auf Ding nicht beteiligt sind, sondern da ist das wirklich drin und sehr konzentriert und ich bin sehr erfreut, weil ich sehe noch jetzt, dass das du auf Interesse stellst.